Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute kommt der ultimative Grund, warum Leute anfangen, Drogen zu nehmen. Es ist Neugier. Schlichtweg einfach Neugier. Sagen wir mal, dein Leben läuft jetzt nicht gerade optimal. Es ist also Voraussetzung dafür, dass man dann auch dabei bleibt. Angenommen, es läuft gut, top dein Leben, ja. Und du hast überhaupt gar keine Probleme eigentlich so. Du wüsstest jetzt keine, außer dass du vielleicht gestresst bist von der Arbeit. Und irgendwann kommt dann so eine Situation, wo ein Kumpel in der Runde dabei sitzt, was dabei hat. Irgendeine Droge, ist egal welche. Und ja, wir kennen uns alle, wir sind neugierig, wir fragen halt, wie ist es und bla bla bla. Und umso mehr die Person da erzählt und so, und man sieht ja, wie gut es demjenigen geht, umso neugieriger wird man da drauf. Wenn man es nicht gleich am selben Abend probiert, dann ist man zumindest getriggert, dass man es demnächst mal ausprobieren möchte. Läuft dein Leben eh schon scheiße her, dann neigst du wahrscheinlich schneller dazu, zu fragen, ob du mal probieren darfst. Und je nachdem, was denn gegenüber du hast, wenn es so einer ist, der meint, der muss dich ärgern und gibt da extra viel, dann kann es sein, dass das halt nicht schön ist und du es auch nicht wieder nochmal anfassen willst. Aber es kann auch sein, dass das halt genau die richtige Dosierung ist für eine schöne Erfahrung. Und da liegt dann die Versuchung, das immer wieder zu wiederholen, wenn halt das Leben nicht gerade rosig ist. Weil, gestimmen wir uns doch ein, viele Leute, die stranden halt, die gehen nicht weiter, da geht es irgendwie nicht weiter, weil sie halt gefördert gehören, eigentlich in einem bestimmten Alter nicht gefördert werden. Und wenn dann die falschen Leute da sind mit dem falschen Material in der Hand, ist das halt schön für diejenigen, erst einmal, um das Leben lebenswert zu sehen. Auch wenn das Ganze falsch ist, weil es halt nicht echt ist, also ein falsches, schönes Leben. Das Gefühl ist ja nicht echt. Wenn man dann auch eine harte Droge nimmt, die einen den Hunger nimmt zum Beispiel, dann magerst du auch ab wie Sau. Kokain, Speed, also alle Amphetamine, Koks und Heroin sowieso, weil da hast du keinen Hunger. Da isst du nicht mehr, dann gibst du alles für die Drogen aus. Und da werden die Leute auch erfinderisch. Ja. Viele erzählen die Geschichten so oft und so eindringlich, dass die das selbst glauben. Schau mal, wenn du jetzt ein bisschen im Internet surfst, zum Beispiel gibt es da diesen Kanal Straßenleben. Da ist jemand, der interviewt Leute, die es halt richtig zerbröselt hat, die auf der Straße leben, teilweise die meisten davon nehmen Drogen. Und da jeder reiht zerreißt die Geschichte parat. Und immer hörst du aber raus, dass sie die Verantwortung eigentlich ihrem Leben auf das Leben schieben, das ja. Deswegen würden sie zu Drogen greifen. Ja. Schön ist, dass sie wenigstens alle warnen, auch wenn manche Blödsinn erzählen. Basen und Crack, also Freebase und Crack rauchen ist genau das Gleiche. Nur wie man diesen Stein erzeugt, ist unterschiedlich. Das eine wird mit Ammoniak aufgekocht, das andere wird mit einer Natronlauge aufgekocht. Beides ergibt diese Kokainbase, die, wenn hart wird, man rauchen kann. In New York nennt man das Crack, weil das ist dieses Geräusch in der Pfeife macht beim Rauchen, das ist Brutzeln. Und das ist einfach nur der Name dafür. Ja. Andere nennen das einfach nur Freebase. Am Ende ist es das Gleiche, eine Base, eine Kokainbase. Und die knallt so unheimlich krass rein, 10-mal stärker als eine Nase und sehr viel schneller. Du atmest aus, ein und es ist puff da.
Das rauscht richtig krass rein, hä, und hält höchstens auf 15 Minuten an und danach bleibt übrig eine Gier nach noch mehr davon. Ja, und umso öfter du ziehst, umso größer wird die Gier, umso schwieriger wird es, nicht noch einmal einen zu wollen und dem nachzugeben. Dazu kann man nicht schlafen. Also es ist einfach nur Geld rausschmeißen, wie blöd. Ja. Für eigentlich nichts, weil wenn man eine Woche später darüber nachdenkt, dann wird man wieder gierig, einen Monat später auch. Also es wird lange, dauert lange Zeit, bis das mit der Gier wieder aufhört, wenn man nur dran denkt. Ja. Verstehst du? Also die versuchen nochmal und immer wieder, das ist halt schon extrem hoch. Deswegen am besten gar nicht lange damit rummachen. Ja. Finger weg davon. Egal wie geil das ist. Es ist geil. Ungelogen, es ist ein hammergeiles Gefühl. Es ist wie ein Orgasmus mit einem Kokaingefühl. Aber das ist es einfach nicht wert. Das ist das Geld nicht wert, der Scheißleid danach nicht wert, wenn man runterkommt, wenn man da drauf kommt. Selbstmordgedanken und alles Mögliche, weißt du, das ist halt ein richtiger dreckiger Abturn. Du kommst voll Depri drauf und das kann schon mal ein, zwei, drei Tage lang dauern, bis sich das normalisiert wieder. Du musst viel schlafen, aber das ist. Ja, du hörst es schon nicht wert. Dann, ja, bei den Amphetaminen ist es ja auch so, dass da kein richtiger Heider ist und man aber auch richtig Power hat und gerne redet viel und labert wie blöd und hat viel Kraft, kann nicht schlafen. Kommt man natürlich auch auf dumme Gedanken manchmal. Da ist, glaube ich, eher das Verführerische für Menschen mit Übergewicht, dass sie halt dann damit abnehmen können. Ja. Das Blöde ist halt, man kommt halt schwer wieder davon los. Ja. Und das macht halt dann auch im Hirn ein bisschen mehr kaputt als die anderen Drogen. Das ist auch beim Crystal so, das macht halt im Hirn viel kaputt, irreparabel, wenn man es öfter macht und exzessiv macht. Und es gibt schon ein paar Leute in Deutschland, denen siehst du das sofort an, hätte sie immerhin gegen den Wind so dünn wie die sind im Gesicht und eingefallen und das fahrige Schauen und alles, hey, und das Kauen tut mir richtig leid, hey, weil die können nicht von alleine davon lassen. Hey, das ist echt, die tut mir echt leid, aber die sind in so einem Kreislauf dann schon drin, du kannst es ja nicht mehr richtig bezahlen, du musst halt schon irgendwelche illegalen Sachen machen. Hey. Die meisten gehen nicht arbeiten, wenn die so richtig krass drauf sind. Es geht halt nicht mehr irgendwann. Das ist aber immer nur die Spitze vom Eisberg, die man sieht, weil die Wahrheit ist, es gibt ganz viele Leute, die können schon mit den Substanzen umgehen. Die wissen, was sie tun, weißt du, was ich meine? Aber das sind ganz wenige. Die meisten, die stürzen ab und man ist halt immer einfach überheblich. Ich war bei jeder Substanz, war es bei mir dasselbe. Angefangen bei der Zigarette. Ich kann jederzeit damit aufhören. Wenn ich will, höre ich damit auf, aber ich will nicht aufhören. Ja, also, wisst ihr, hey, das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich probiere es jetzt einfach einmal. Scheiße, ich schaff's nicht aufzuhören. Mal bei der Zigarette, so, da war ich 16. Ja. Dann beim Alkohol. Vollrausch gehabt. Ich habe gereiert wie ein Blöder. Mir war es richtig schlecht. Ich habe am nächsten Tag einen Schädel gehabt, hey, dass alles zu late war. Ja. Ich konnte halt einfach nicht wieder stehen und habe halt immer weiter gesoffen, weil halt das so lange braucht, bis die Wirkung einsetzt. Habe mir halt auch übernommen, überschätzt. Und ich habe geschwört, ich fasse nie wieder was an. Und das hat höchstens einen Monat gehalten, dann habe ich wieder ein Bier am Hals gehabt. Weißt du, was ich meine? Das war einfach, weil ich vermute mal, ich habe schon als junger Mensch immer wieder mal eine Krücke gebraucht, weil mir die Welt zu hart ist, weil das alles so. Ja, ihr wisst jetzt es doch selber, was gerade abgeht, zum Beispiel Australien. Das ist schwer zu ertragen. Und für Sensibelchen wie mich ist es halt extremst schwer zu ertragen. Und ich bin ja nicht alleine der Sensibelchen, da sind ja ganz viele da. Wenn sie oben ohnmächtig ist gegen einer Situation gegenüber, das ist für viele Menschen extremst schwer zu ertragen und da greifen die halt dann zu irgendwas, um es erträglicher zu machen, um abgestumpfter zu sein, wie manche andere, die halt einfach so, pff, Hunger, ich gehe zur Schwein schlachten. Ich könnte das machen, ich nicht, weißt du, was ich meine? Oder einen Huhn am Kopf abschlagen, könnte ich nicht. Aber es gibt Leute, die können das. Das ist, macht denen überhaupt nichts aus. Ja.
Jetzt bin ich schon wieder vollkommen vom Thema abgekommen. Gell? Jetzt waren wir gerade noch bei den Amphetaminen. Jetzt ist halt das so, dass beim Heroin auch die unterschiedlichsten Kandidaten gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen damit angefangen haben. Hey? Und aus unterschiedlichsten Gründen dann Geschichten zählen, wieso sie draufgekommen sind. Hey? Auch bei diesem einen Kanal ist eine Frau, die erzählt tatsächlich, man hätte ihr, während sie so am Dösen war, einfach Heroin gespritzt. Sie hat dann kotzen müssen, wäre aber dann gleich drauf gewesen. Ungewollt. Alter, hey, wenn du ungewollt sowas abkriegst und wirklich reierst wie ein Blöder, fährst du das nie wieder an. Weißt du, was ich meine? Das ist Blödsinn, hey, Alter. Da hat er das gefallen oder du hast es freiwillig gemacht. Egal wie alt man da ist, aber man hat es freiwillig dann gemacht. Hey. Man braucht keinen Scheiß erzählen. Ich glaube so eine Geschichte nicht. Weißt du, was ich meine? Weil es beim ersten Mal schon sein kann, dass es ein bisschen viel ist und es einem nicht gefällt. Vor allem, wenn man kotzen muss. Aber es gibt Menschen, denen gefällt es halt so extrem, da ist das Kotzen ganz egal. Das ist dann später sowieso jedem egal, wenn er drauf kommt. Wir sind sogar froh drum, wenn man kotzen muss. Ja, man weiß jetzt, ob man was Gutes kriegt. Aber es ist immer unweigerlich, am Ende entweder ist das Geld aus, oder die Connection ist weg oder sonst irgendwas, worum halt es weg ist und man in dieses Leid-Dings reinkommt und es ist einfach auch nicht wert. Ja? Egal wie warm es sich anfühlt, wenn man eine Folie raucht, wie cool die Schmerzen weg sind und wie stark man sich dabei dann fühlt, wenn man was drin hat, ja, wie cool das alles ist und wie schön und so weiter. Sobald die Wirkung aufhört, ist es einfach nur noch ekelhaft. Das ist nicht immer schön, man hat Schmerzen, es ist einem kalt, man braucht immer mehr, damit man einen normalen Zustand hat. Das ist einfach nicht erstrebenswert. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass es Leute gibt, die sich betäuben. Wie gesagt, ich habe mich auch lange Zeit betäubt. Heute muss ich halt das ertragen, wie alle anderen auch. Weil Cannabis hilft mir gerade mal gegen die ganz normalen Schmerzen von Fibromyalgie. Das hilft mir nicht gegen den Weltschmerz, weil ich bin wirklich krass stoned werde. Ich werde eigentlich richtig krass high. Ich werde nur so ein bisschen angeheitert, wie bei jemandem, der ein Bier trinkt, nach der Arbeit, höchstens. Nicht einmal so viel. Aber jemand, der es gewohnheitlich macht. Also nicht jemand, wie wenn ich jetzt ein Bier trinke, bin ich richtig, mich schießt ein kleines All, weil ich nicht vertrage. Aber jemand, der halt das vertragt und häufig eins trinkt, genauso ist es dann, wenn man so Cannabis auf Medizin nutzt oder wenn man kifft. Jemand, der regelmäßig am Abend nach der Arbeit raucht, der macht das auch, damit der Stress abbauen kann oder was hat er schon das Gefühl dann auch aus. Ne? Und warum sollten wir uns eigentlich nicht so schönes Gefühl gönnen, wenn wir Tagwerk erledigt haben? Also, wenn die einen Menschen sich ein Bier oder ein Wein genehmigen dürfen, dann will ich das Recht haben, dass ich mal Pfeife rauche, Pfeife stopfe. Oder Bon oder ein Vaporizer oder von mir so ein Kuchen ist mit was drin, ein Brownie oder sowas, keine Ahnung. Was halt jeder so gerne mag. Ja, ist aber jedem unterschiedlich. Aber trotzdem, wichtig ist mir nur, dass die Leute verstehen, dass man es einfach nicht vorschreiben darf. Aber natürlich sollte man versuchen, die Konzentration der Drogen, die die Menschen konsumieren, zu beeinflussen. Aber nicht mit irgendeinem Dreck, so wie es viele machen, ja, wenn wir da das Heroin strecken. Deswegen glaube ich auch, dass die richtig schwer Heroinabhängigen in den verschiedenen Städten unterschiedliche Erscheinungen zeigen, weil das vom Streckmittel kommt. Wenn die einen tun vielleicht irgendwelche Tabletten rein, Psychopharmaka oder so, dann hast du da auch welche, die voll durchgeknallt sind. Hast du da, weiß ich nicht, tut da irgendwas rein, was die Leber schädigt oder die Nieren schädigt oder sonst irgendwas, Nebenwirkungen hat, krass sind, dann haben das diese Menschen natürlich auch, weil sie sich das Zeug erspritzen. Ja. Ja.
Weil die müssen ja versuchen, was reinzustrecken, dass man mal auf der Folie raucht, das nicht sieht. Das muss ja genauso ausschauen. Wenn es Asche zieht, dann will es ja keiner mehr. Und wenn die zum Spritzen ist, dann muss es halt auch was sein, was sich auflöst, damit es halt nicht einer gleich sieht und merkt. Ja, das sind halt die Gründe, warum die das die manche Sachen nutzen. Ganz einfach. Die Geschichte mit dem Strychnin kannst du gleich knicken. Niemand tut da Strychnin rein, weil das jemanden umbringt. Das wird man nicht tun, da tut man alles andere rein. Es gibt einfache Mittel. Die tun einfach irgendwas rein, was halt die Farbe hat und fertig, aber kein Strychnin. Nein, das sind einfach nur so Gerüchte, die die Prohibitionisten in den 70er und 80er Jahren gestreut haben, um den Leuten Angst zu machen vor Heroin und fertig. Punkt. Eigentlich reicht es, die Leute zu warnen, wenn ein richtig starkes da ist, damit sie sich keine Überdosis spritzen. Man muss sie von der Straße holen, indem man ihnen ein reines Zeug anbietet und Therapie anbietet und alles. Und ja, ich glaube, die meisten wollen schon raus aus dem Ganzen. Da hat, glaube ich, keiner Bock drauf, auf dieses Scheißelend, Obdachlosigkeit und kein Geld und keine Zukunft und nichts. Da hat keiner Bock drauf. Ja. Weißt, die sind davon gefangen, da muss jemand hin mit, ja, Sozialarbeiter und so weiter. MDMA ist wieder ganz andere Augen. Leute, die auf sowas sind, die sollten auf jeden Fall da Grenzen ziehen, wie oft sie es machen. Ja. Auf keinen Fall irgendwie noch was Stärkeres ausprobieren. Das reicht eigentlich schon. Das ist schon ziemlich heavy von der Wirkung her am Anfang. Und wenn man da die Pausen einhält, dann ist die immer wieder so heavy, weil das halt was mit dem Serotoninhaushalt im Hirn zu tun hat. Und wenn das passt, dann kommt das auch ganz gut. Aber wenn man es zu oft macht, ja, wäre es legal, wäre es wieder was anderes. Dann könnte man darunter ja Geschäfte machen. Ja? Dann kann man sagen, oh ja, hey, wenn du mit mir Geschäft machen willst, dann müssen wir beide Pille nehmen. Ja, was glaubst du, was da für Geschäfte abgehen würden? Eine ganz andere. Das wäre bestimmt der Wahnsinn. Das wäre doch cool, wenn, weiß ich nicht, Putin, Merkel und Trump und noch ein paar andere und die schmeißen sich alle E-Teil ein. Und gerade in der Peak am geilsten ist, reden sie alle miteinander, mögen sich plötzlich und dann ist plötzlich kein Krieg mehr. Das wäre schon krass, oder? Statt dass Leute da besoffen dabei drin sitzen oder unter Alkoholeinfluss irgendwelche Entscheidungen treffen oder unter Koks oder weiß der Geier, was die Leute alles nehmen. Weißt du, was ich meine? Also wenn es legale Sachen sind, dann ist Alkohol auf jeden Fall dabei. Man sieht sie ja oft genug mit einem Bier in der Hand oder auch mal mit einem Whisky oder in Russland, die haben dann eher einen Wodka. Es ist doch bekannt, das ist ja auch nicht schlimm, das ist in meinen Augen ganz legitim, dass jemand, der so viel Verantwortung trägt, dass der dann auch mal, wenn er privates, was anderes macht. Weißt du? Ja. Außerdem geht es mir nichts an, aber ich finde es halt einfach, das geht denen ja auch nichts an, wenn wir was anderes nehmen. Wenn man älter wird, irgendwann hört man dann schon auf damit. Ne? Und es gibt so immer wieder Leute, die sich selber belügen, aber wenn man aufhört, sich selbst zu belügen, wenn man bei der Wahrheit bleibt, und man muss es ja nicht rumerzählen, ne? Aber man muss halt für sich selbst sich alles eingestehen und dann tatsächlich die Sachen und die Schritte unternehmen, die einen da hindern daran, sein Ziel zu erreichen, ein cleanes Leben zu haben, wenn man das möchte. Das muss man ja wollen. Ich meine, in Berlin ist das Angebot riesig. Das hört sich ja immer wieder wahrscheinlich. Es gibt ja alles Mögliche, alles querbeet und günstig und gut, aber mich juckt es nicht, weißt du? Und warum juckt es mir nicht? Weil es mir halt gut geht. Der Grund, warum, dass ich immer noch clean bin, ist meine Partnerin. Ganz einfach. Ja. Die selber konsumiert nicht, wollte sie auch nicht. Und das ist auch total ätzend dann, wenn man selber was nehmen würde und dann ist der andere nüchtern. Das ist halt, ja, du musst ja immer auf dem gleichen Level sein. Und das hält mich halt davon ab. Ich habe überhaupt keinen Bedarf. Weil wenn es mal schlecht geht, dann kann ich mit ihr reden. Ne? Wenn es mir gut geht, dann kann ich genauso mit ihr Spaß haben. Herr. Und wenn es ihr nicht gut geht, kann sie auch mit mir reden und so weiter. Und das hilft halt, verstehst du? Aber du musst halt für dich selbst wollen und nicht für irgendeinen anderen.
Wenn du aufhören möchtest mit Drogen, du willst es aufhören, du willst aufhören. Warum hörst du dann nicht auf? Dann nimm nichts mehr, geh zur Drogenberatung, such den Therapieplatz, versuch bis dahin nichts zu nehmen, hä? Mach Therapie und dann im Anschluss solltest du es eigentlich packen. Man braucht diesen Abstand. Die Therapie an sich ist eigentlich nur Ablenkung. Wenn du dort bist, wirst du abgelenkt. Wenn du wirklich ein Problem hast, das du bearbeiten und verarbeiten müsstest und das eigentlich nicht getan hast, dann ist das die Gelegenheit dazu. Wenn du nichts hast, wenn da gar nichts ist, keine Trauma, keine Kindheitsdinger, nichts, was dich dazu treibt, Drogen zu nehmen, sondern einfach, weil du sagst, hey, ich hab's genommen, weil ich Spaß hatte, dann brauchst du nur einen Abstand. Aber du musst dir in dieser Zeit bewusst werden, was du eigentlich möchtest. Willst du trotzdem nur ab und zu mal hineinfahren? Oder willst du wirklich weg davon? Willst du wirklich weg davon, dann geh auch weg von deiner Umwelt, wo du vorher gelebt hast. Zieh weg. Am besten verlässt du das Bundesland und sagst niemandem, wo du bist, außer deinen Eltern. Und da musst du dir dein Leben neu aufbauen, mit Leuten, die keine Drogenkontakte haben. Du musst sorgfältig auswählen, mit wem du mehr unternimmst und erzähl niemandem, dass du mal drauf warst, am besten des erst ausgewählten Menschen, wenn du sie länger kennst. Wenn du ganz sicher bist, dass die nichts nehmen und dass die dir nichts anbieten, wenn es ist. Und am besten halt nur den Leuten, die auch dir zur Seite stehen würden, wenn es der Scheiße geht. Wenn du an dieser Stelle bist, in einer neuen Stadt oder einem neuen Bundesland am besten, in einer neuen Stadt mit neuen Leuten, ich schwöre es euch, dann schaffst du das. Dann kannst du clean werden. Egal welche Substanz dein Problem ist. Meins war halt das Heroin war mein Problem, die Opiate sind mein Problem. Ja, Koks auch. Das wäre auch so ein bisschen was, was mich problematisch für mich wäre, weil ich halt mit dieser Gier nicht umgehen kann. Ich würde Geld raushauen, wie blöd, so viel wie ich habe. Und alles verpulvern und alles verkaufen, was ich habe. Ich habe eh nicht viel, aber das ist ein bisschen, was ich habe, werde ich ja verkaufen. Was ist immer, dass ich nur noch da sitze mit meinen Klamotten und meinen Katzen und sonst nichts. Und da ich das weiß, lasse ich lieber die Finger davon nehmen. Ja. Naja, und beim Heroin ist es halt so, das gibt man ja nichts, weißt du. Die Schmerzen, die ich mit dem Fibromyalgie habe, die kriege ich gut mit dem Cannabis im Griff, da freue ich mich. Von daher, peace out.